Ah, jetzt hier willkommen zu diesem total spannenden Honeygain-Update. Im Video vorher, hier in der Infokarte zu sehen, habe ich euch versprochen, dass ich mich in etwa 1 bis 12 Wochen mal wieder melde. Und das ist jetzt der Fall. Und wir schauen uns mal an, wie viel 1000 € ich denn schon verdient habe mit Honeygain. Nach dem Intro geht's auf meinen Laptop weiter. Ja, willkommen auf meinem Laptop. Und zwar habe ich dieses Video hier am 10.06.20 aufgenommen. Und heute haben wir den 16. September 20 um 11:39 Uhr ist ein Mittwoch. So, und zwar haben wir hier Honeygain. Und hier kann man sehen, dass ich jetzt bei 15 $ und 47 bin. Genau, ich habe immer noch meinen Laptop und mein Handy quasi angeschlossen. Die sollen hier für mich arbeiten. So, und dabei kann man sehen, dass tatsächlich mit Handy im Durchschnitt mehr verdient als denn mein Laptop. Das liegt einfach bloß daran, dass ich meinen Laptop nicht durchgängig anhabe, mein Handy aber schon. Jo. Dann kann man hier sehen, also im Durchschnitt, hier das sind dann tatsächlich mal 18 Cent, ja. Hier gibt es Tage mit 1 Cent. Also im Durchschnitt mache ich mal so 10 Cent. Und wenn man sich jetzt mal ausrechnet, $20 wollen wir verdienen. Und ich mache im Durchschnitt 10 Cent. Dann dauert das im Durchschnitt 200 Tage, bis ich fertig bin. 200 Tage. Da muss man aber jetzt noch die $5 abziehen, die man am Anfang bekommt, wenn man einen Reef-Link nimmt. Also den Link hier unter dem Video ist zum Beispiel so ein Affiliate-Link, Reef-Link. Wenn ihr den nimmt, dann kriegt ihr direkt $5. Dann sind es also $5 wäre dann nur noch ein Viertel, also ein Viertel weniger, also 150 Tage. Wir sind jetzt bei Tag 98. Ich habe ja gesagt, 10.06.20, genau. Das sind bis heute, bis zum 16.09. sind das 98 Tage. Genau. Und ja, also zu erwarten sind jetzt noch etwa 50 Tage, circa. Also es ist hier eine Milchmädchenrechnung, ist hier nicht auf genauer. Ich bin auch kein Matheprofessor oder so. Ich gebe zu, ich könnte fleißiger sein. Ihr könntet den Laptop auch 24 Stunden am Tag einfach am Laufen haben, damit es hier schneller läuft. Und ich könnte auch meinen alten Laptop noch nehmen und den auch hier, das auch hier auf meinen Laptop installieren und den dann einfach 24 Stunden laufen lassen. Und weiß ich nicht, noch ein altes Handy oder irgendwie bei eBay noch eins schnell gekauft und das dann auch ruf und einfach hier den ganzen Tag lang rufen lassen, das geht alles, das könnte man machen. Aber ich sag mal, ich teste jetzt hier für den Otto-Normalverbraucher, der hat eh einen Laptop, vielleicht ein Tablet und ein Handy noch und genau das teste ich. Wir können uns ja mal die Transaction History noch angucken. Hier sieht man 103, das sind hier 13 Cent. 13 Cent. Hier dadurch, dass ich ein paar, dadurch, dass hier wirklich ein paar fleißige Leute den Reef-Link von mir nehmen, bekomme ich hier noch was dazu. Das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Und ja, dadurch gibt es hier dann doch noch ein bisschen mehr dazu. So, zur Auswertung und zu weiteren Sachen sehen wir uns gleich vor meinem Laptop wieder. Ja, wie ihr sehen habt, Honeygain bringt jetzt nicht so viel. Ist komplett passiv. Ich meine, jetzt kann man sagen, ist ja komplett passiv. Was erwartest du denn, dass du hier nicht, also dass man hier nicht 1000 € im Monat dazu verdient, ohne irgendwas zu machen, ist ja klar. Das sehe ich auch alles ein. Aber wie im Video vorher schon erwähnt, habe ich jetzt wenigstens mit
$20 im Monat gerechnet. Dem ist nicht so. Und das ist doch sehr ernüchternd, finde ich. Also kommt auf jeden Fall nochmal ein Update, weil die Auszahlung, die habe ich ja immer noch nicht getestet. Wenn die geklappt hat, und dann sehen wir ja auch wirklich, wie lange es gedauert hat insgesamt. Und ja, ich ziehe das jetzt noch durch. Und dann kommen wir zur abschließenden Bewertung von Honeygain. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, das wäre das Allergeilste. Also, wer hier nicht cool ist, nicht den Kanal abonnieren, aber die cool sind, könnt ihr gerne machen. Und ja, schaut euch gerne auch andere Videos von uns an oder teilt dieses Video an Leute, denen es vielleicht interessieren könnte. Und mir bleibt nur noch Ciao zu sagen. Bis demnächst.